الحمد لله Es wird jemand zum Islam konvertieren, sobald man den Islam hat, werden alle Sünden verziehen. Alhamdulillah. Und das ist der Weg, Brüder. Das ist der Weg. Alhamdulillah, die Brüder, die ihn heute mitgebracht haben. Alhamdulillah. Und ihr müsst euch freuen für jemanden, den Allah subhanahu wa ta'ala liebt und vor der Hölle retten will. Alhamdulillah. Das ist ein Zeichen, dass Allah, der allmächtige Gott, jemanden liebt. Die Bezeugung ist ganz einfach. Man bezeugt von ganzem Herzen. Ashhadu an la ilaha illallah. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Das heißt, Allah ist der einzige Lenker, Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums, der allmächtige Gott. Mit vollkommenen Eigenschaften, er ist derjenige, der angebetet wird. Wir beten nicht Mohammed an, wir beten kein Grab an, kein Baum an, nur Allah an. Wir beten nicht Jesus an, Jesus ist ein Gesandter Gottes, ein Diener Gottes. Wenn wir sagen, Mohammed oder Rasulullah, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, dann glauben wir auch damit an alle Propheten, die gesandt worden sind, an das, was der Prophet berichtet hat. Und glauben an jeden Vers, der in dem Koran steht. Und dass das richtig ist und dass das das Wort Allahs ist. Und wir wissen, dass wir Allah so dienen müssen, wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gezeigt hat. Und wir wissen, dass das, was der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam verboten hat, eine Offenbarung von Allah ist. Und wir wissen, dass was er geboten hat, dass dies eine Offenbarung von Allah ist, weil er spricht mit Inspiration von Gott. Alhamdulillah. Deswegen, du sagst das einfach, Alhamdulillah, danach bist du zum Islam übergetreten, inshallah. Ich spreche das vor auf Arabisch, danach sagen wir es nochmal auf Deutsch, damit du das auch nochmal richtig verstehst. Und wir sagen es erst auf Deutsch und dann sagen wir es nochmal auf Arabisch. Also, ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Ich bezeuge, dass niemand wird angebetet, außer Allah. Also ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Ich bezeuge, dass niemand wird angebetet außer Allah. Das Recht hat. Das Recht hat. Ja, ja, ist kein Problem. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Ich bezeuge, dass wird niemand rechtlich ausgebetet als Allah. Angebetet aus. Angebetet Allah, aus. Ja. Ja, ist kein Problem. Also wir machen das nochmal. Ja, ist, der Bruder ist natürlich auch nervös, so viele Leute sind immer rum. Ja. Wir machen das einfach nochmal zusammen, weil klar, man ist jetzt nervös. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Und jetzt sagen wir das nochmal auf Arabisch. Ashhadu an la ilaha illallah. إلا لا وأشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر.